weiter geht's hier bei Minecraft. Hexet, um genau zu sein. Ich hab wo ging's jetzt wieder nach Hause? Ja, du hast warte die, kurz. Die Minimap. Oder mal M. Minimap jo, ist... Wir müssen hier runter, oder? Alles klar. Glaube ich weiß wo lang. Okay. Hüpf. Ja, genau da lang. Gut. Kleine spannende... Oder? Ich weiß es nicht. Mal gehabt. Folg uns einfach. Seid ihr? Ja. Wir sind richtig. Ja, wo seid ihr? Ich weiß nicht, wo ihr seid. Im Wald. TP dich einfach. Nein, ich TP. Ich bin auch gerade im Wald und ich weiß nicht genau, wo ihr seid. Guck mal auf der Minimap, da wo dieser hellgrüne, fast türkise Punkt ist. Hä? Da musst du hin, ungefähr. Bei mir sind hier gar keine Punkte. Au! Nee, mir ist ein Blitz eingeschlagen. Oh, Creeper! Na toll, ich hab ne... Alter! Fuck off! Wie viele Creeper kommen jetzt hier noch? So, wo kann ich das jetzt einstellen mit dem... Arbeitsspeicher. Na, wie gesagt, musst, warte kurz, ich guck mal ganz kurz selbst. Ach, das hängt mein Hexet. So. Alter, startet er sich. Alter, da steht doch, unter dem, wo du schließen kannst, steht auch der Launcher-Option. Ja. Dort unter Java-Einstellungen. Ja, 1GB. Und da steht da auch Speicherplatz, dann klickst du da drauf und dann kannst du dann eben... Ja, 1GB ist Maximum, was es mir da anzeigt. Bei mir ist maximal 3 GB. Ich hab mir auch bloß 4 GB. Oder hast du bei dir Java 32-Bit installiert? Ja. Ja, du brauchst 64-Bit. Ja. Wenn du ein 64-Bit-System hast, aber ich denk doch mal, oder Tobi? Keine Ahnung. Aha. Na, ich denk schon. So, alles klar, dann gucken wir mal, was könnten wir jetzt noch? Oh, Fire Aspect. Geil. So, erledigt. Jan, wollen wir wieder eine super tolle Monsterfalle bauen? Ey, wir können auch dieses Mal so einen bauen, mit so einem komischen Ding. Wie ist das? Jetzt gibt es da so ein Item, das craftest du. Du musst es unten in der Leiste haben. Wenn du zum Beispiel einen Zombie verprügelst, dann wird das dann immer gezählt und wenn du 60 oder so hast, dann spawnen auch so viele Monster dann ständig. Oh. Weil das wäre effektiver. Dann crafte mal so ein Ding ab. Ich weiß nicht mal, wie das Ding hieß. Nee. Wie war das? Irgendwas mit Seele war es, glaube ich. Soul Reaper? Glaube, mal gucken. Also ein Soul Reaper hatte ich doch aufgehoben. Ne, jetzt was durch nicht. Ich tippe mich kurz. Fortune ja. Ist was? Fortune ist, glaube ich, Glück, ne? Oder? Ja, ja. Oh, ich habe hier eine Living Metal Axt mit Fortune 2. Alter. Ich packe sie an die Kiste. Toll, schade, das war's. Ich packe jetzt hier sowieso mal mein ganzes Inventar. Wie craftet man das? Okay, das kann man nicht craften, oder was? Achso, das muss man irgendwie erschaffen. Muss man nämlich, Endstone und so haben. Ich gucke mal ganz schnell. Bin ich doof? Tobi, bin ich doof? Wieso denn? Weil ich nicht mehr weiß, wo ich was abgelegt habe.
muss jetzt einfach so scheiß da unten drauf. Zack. Zack. Und so. Schön mal eine Schaufel. Uah. Jetzt müssen wir nur noch von außen unser Lagerhaus ein bisschen verschönern. Oh wow, ich höre schon, wie er da drauf brennt. Ach du Scheiße, du brauchst dafür Endstone. Also 8 Endstone brauchst du dafür, 4 Netherrack, einen Glowstone-Block und einen Diamanten. Sonst noch ein Wunsch? Müssen wir das. Alter. Ja, doof. Kann man irgendwie hier Endstone craften? Endstone. Tatsache. Du brauchst dafür. Ach nee. Halt, das war's nicht. Nee, kann man nicht craften. Eieiei. Also so viel zur Monsterfalle. Ich setze hier gerade den letzten paar Klötze für unser tolles Lagerhaus. Und dann muss ich das Ganze dann von außen noch ein bisschen verbessern. Macht ihr mit? Jo. Sehr gut. Ich dachte, wir lassen das von außen einfach aussehen, wie unsere Festung gut ist. Nur Tobi ist wieder nicht sehr beeindruckt von der Idee. Naja, ich bin noch gar nicht im Spiel gerade. Lass mich raten, mit Googles gerade nach Java 64-Bit, oder? Wieso? Weil du dann sonst kein Abstürzen mehr hast. Ich muss gerade runterladen. Achso. Von außen, was willst du das außen alles hinbauen? Hm? Meinst du jetzt mich? Ja. Ich will das einfach bloß, dass das nicht so durch die Gegend fliegt, weißt du? Achso. Weißt du, was ich gerade überlegt habe? Wir sollten hier in die Decke vielleicht ein bisschen Glowstone reinmachen, wa? Oder Glas. Das ist hier nur tagsüber. Nee, ist war doof. Warte mal. Ich glaube, wir müssen auch mal hier auf die freie Fläche vielleicht auch noch ein paar Thronen basteln, oder? Ja, müssen wir mal gucken. Aber ich denke mal, das wird reichen, was wir jetzt hier haben, oder? Probier mal ganz kurz. Angenommen, ich würde jetzt ein paar Thronen kommen. Das sind jetzt mal angenommen Thronen. Ich bin schon mal draußen. Jo. Und dann müssen wir uns noch einen schönen Weg zu unserem Netherportal basteln. Hier so ein Scheiß gebaut, war ich das? Ich glaube ja. Zack. Alles klar. Wie wir gleichzeitig Blöcke setzen, das ist auch geil. Zack. Okay, die Sonnenblumen nehme ich mit. Oh, man kriegt ja Sonnenblumenkerne. Klar. Sehr cool. Kann man die dann essen? Nee, ich weiß nicht, was man daraus machen kann. Zumindest kann man die weiter züchten. Das weiß ich noch. Wind Sunflower, was kann man daraus machen? Okay, man kann aus den Sonnenblumenkernen kann man Lorn machen. Was auch immer das ist. Ja, wollte ich gerade sagen, was ist das? Und so erweiterte Ranken. Und ich habe ein Ei gefunden. Yay. Und raus kam kein Küken. Oh. Und mach ich hier den Durchgang.
ne, das ist normaler Stone. Ich brauche Cobblestone. Hat jemand von euch Cobblestone? Ach so, ich hab schon. Alles klar. Okay. Ich glaube, ich habe jetzt den perfekten Lagersystemplan. Oh. Have fun. Muss mal kurz gucken, ob das so passt mit der Form. Au. Ich hätte da eher Erde hingeklatscht. Ich würde sagen, die Berg erweitert. Ich finde das so. Also sieht jetzt einfach nur aus wie ein Klotz. Hm. Halt. Hast du noch Cobblestone, Jan? Ja. Aber ich brauche das eh noch für das Lagerhaus. Ich kann dir vielleicht noch höchstens den 64er-Stack abgeben. Hinter dir. Scheiße. Warum geht das nicht? Ach, jetzt sehe ich, was passiert ist. Alles klar. So. Was machst du? Ich hab einen Plan. Weitere hier ein bisschen in den Berg. So. Jetzt den 64er Stack gegeben? Ja. Ja, ist der im Inventar. Ich hab's nicht so gescheckt. Klatsch hier mal einen Erdblock hin. Da. Sieht das scheiß aus. Hast du Holz dabei? Ich hab 12. Mach mal bitte eine Workbench. Ach, ich habe jetzt eine Schokopedia. Geil. Ah. Ich kann echt mein Schokopedia, mein Schokobo. Hab ich in die Truhe gepackt. Danke für den Dings. Sag mal zwei Schokopedias, alles klar. Weil die Schokopedias sind einfach nur für die Schokobos da, damit wir die steuern können. Ja, ich weiß. Das weiß ich noch. Ausnahmsweise mal. Yay. Mal gucken, ob es eigentlich jetzt rumlaggt. Und zwar Rename heißt jetzt Klaus. Klaus Siebert, yay! Name anzeigen. Hey, stimmt schon, Confirm. So Klaus, wir gehen jetzt reiten. Hoffentlich geht's jetzt. Sehr schön. Ach, ich komme nicht raus. Ich will raus. Mann, ey. Komm grad mit Schokobo gar nicht raus. Ich will raus. Ich brauche jetzt erstmal Wassereimer. Ich mache uns jetzt einen schöneren Zugang zum Portal. Ich will raus. Ja. Ey, mit einmal Schokobo. So. Was Klaus heißt. Boah, das heißt, guck mal, den Namen. Klaus. Sag ich doch, Klaus Siebert. So. Scheiße. Hä, hat mir hier nicht zwei Eimer rumliegen? Ich hab die doch gerade eben noch gesehen. Hier ist ein Eimer. Oh, wo? Ach, da. Danke sehr, weiß schon. Und ich gucke jetzt mal. Ach da, ich habe sogar drei Eimer. Ich hab das gerade voll übersehen. Ja, wie immer. Aber der eine hier reicht schon. Ich will ja bloß das Netherportal, bist du sicher. Jetzt bin ich hier rausgefallen. Reingefallen. Also das heißt, den Schrottteil wollte ich ja eigentlich auch noch wegmachen, geht mir gerade. Wollte ich gerade sagen. Oh, mir fällt gerade auf.
wie ich das Netherportal jetzt sichere, sehen wir in der nächsten Folge. Bis dann, ciao. Ciao. So. Können wir den Scherz nochmal in Farbe hören?